Hallo alle zusammen. So, ich bin heute wieder unterwegs. Und zwar sind wir in der Region um Hoch-Ibrig. Ist wieder eine Skitour. Bin jetzt gerade gestartet. Und vielleicht ein paar Details. Es sind so 1300 Höhenmeter, die wir heute machen. Die Schwierigkeitsbewertung ist S+. Auf dem Forstberg hoch, den sieht man von hier aus auch schon. Weiß nicht, ob ihr den jetzt seht. Und ja, ein kleiner Vorbehalt. Also momentan ist das Wetter ja super, besser als angesagt sogar. Es sind aber relativ starke Winde vorhergesagt. Also in den Alpen soll es auf Kammlagen bis zu 60 km/h haben gerade. Oder heute tagsüber. Und ja, müssen wir mal schauen, ob wir die Tour bis zum Ende machen können oder nicht. Aber ja, ich bin draußen und ich zeige euch mal, wie das so aussieht da hoch. So, ich wollte jetzt noch mal kurz unterbrechen und euch erstmal hier zeigen, wie es vom Schnee hier aussieht. Wir haben jetzt irgendwas den 23. Februar. Ihr habt vor, dass ihr das Video hoffentlich relativ zeitnah einstellt. Jetzt kommende Woche soll es noch mal ordentlich schneien. Ja, von daher hat er jetzt ungefähr eine Idee von den Verhältnissen. Was ich gerade eigentlich mal sagen wollte, und ich laufe derweil mal weiter und ich falle nicht hin, ist gar nicht so leicht mit der Kamera in der Hand. Was ich insgesamt mal sagen wollte, es ist faszinierend. Wo ich letzten Dienstag auf Skitour war alleine, eigentlich ähnliche Höhe, ähnlicher Schwierigkeitsgrad, fast mal vielleicht eine kleine schönere Umgebung. Da war ich einfach beim Losgehen so, ja, gut. Ist halt Training, müssen wir machen, ja, wir sind in den Bergen unterwegs und alles schön und gut, aber jetzt nicht wirklich, ja, wie soll man sagen, stoked, was zu machen. Und heute, ich weiß nicht, ich starte hier und es ist ein blauer Himmel, den ich ja letzte Woche auch hatte, aber ich weiß nicht, heute ist einfach einer der Tage, wo es schon am Anfang richtig Spaß macht, also das ist cool. Und ja, so wie es aussieht, muss ich gleich mal meine Sonnenbrille rausholen, aber, ja. Auch cooles Wetter. So, und hier nochmal, wie gesagt, die Umgebung. Ich schaue jetzt, dass ich da hinten hochlaufe. Weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, da zwischen den Bäumen durch. Und dann da oben kommt irgendwann der Gipfel, ganz weit oben. Geht's weiter. So, wir sind jetzt schon 400 Höhenmeter hoch und sind jetzt in der Sonne unterwegs. Ja, schön. Echt wenig Schnee. Boah, ist das brutal. Naja, wir denken uns hier drüben ist ein bisschen was, ne? Wieder ein Stück weiter oben. Da, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Das ist auf jeden Fall das Ziel heute. Und es sieht eigentlich relativ nah aus. Es sind aber trotzdem noch 600 Höhenmeter. 700 und ein paar zerquetscht habe ich jetzt schon gemacht. Ich bin jetzt ein bisschen einen Umweg gegangen. Einfach aus dem Grund, dass in dem Weg, der eigentlich als Skiroute gedacht ist, kein Schnee liegt. Oder nicht sehr viel Schnee. Das heißt, ja, wir machen heute ein bisschen länger als zuerst gedacht. Das Wetter sieht aber super aus. Ich habe die Sturmwarnung bekommen, allerdings erst für 18 Uhr. Und es ist jetzt ungefähr kurz vor 12. Ja. Und so. Alles gut. Schnee ist recht hart. Stollt nicht auf. Passt alles. Und ja, laufen wir weiter. Da ist die Ecke hier. Echt schön. Da seht ihr jetzt einen Gully, den ich gerade hochgelaufen bin. Weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber der ist ganz schön steil. Also ich schätze mal so an der steilsten Stelle durchaus 45 Grad mag der haben. Und ja,
Ich laufe jetzt darüber und dann hinter der Kuppe schauen wir mal, dass wir den Gipfel attackieren können. Schön. Wetter ist noch super. Da drüben in der Ferne, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, da sieht man die Mythengruppe. Diese drei Hubbel. Der rechte ist der Hagenspitz, dann kommt der kleine Mythen und ganz links ist der große Mythen. Da kann man eine sehr schöne Überschreitung machen, da habe ich eigentlich auch mal ein Video drüber geplant. Schauen wir mal, aber ist eher was für den Sommer. Gut, gehen wir weiter. Ich habe jetzt mal rüber geschaut und der Forstberg sieht einfach nicht so aus, als könnte man da wirklich gut hochlaufen. Da liegt einfach zu wenig Schnee oben, ich zeige euch das mal. Dort. Ja, ich weiß nicht, muss man sich jetzt nicht unbedingt die Ski kaputt machen oder die 200 Höhenmeter hochschleppen. Ich werde jetzt die Überschreitung von dem kompletten Grat da hinten machen. Ich weiß nicht, ob ihr den seht, aber das sieht auch ganz interessant aus und fahre dann einfach mal hinten rum runter. Denkt, der ist auch okay. Und ja, ich zeige euch gleich noch, wie das Ding heißt. Das habe ich jetzt nämlich noch nicht auf der Karte nachgeschaut. Ist, glaube ich, nur knapp über 2000. Also wir verlieren irgendwie 150 Höhenmeter, die wir heute dann nicht machen. Aber gut, wie gesagt, kleine Planänderung wegen zu wenig Schnee. Und ja, ist auch okay. Ja, da vorne haben wir jetzt einen weiteren Teil des Grates. Wenn wir schauen, ob man da drüber kommt. Ich denke schon. Ski tragen natürlich, aber sonst sieht das doch gut aus. Wie man sieht, ich bin jetzt auf dem Grat. Ist jetzt nichts Besonderes, aber da muss ich halt langlaufen. Und ja, Ski sind hinten drauf. Ich muss mal schauen, wie ich es gleich mache, ob ich da jetzt nochmal die Ski anziehe und ein Stück damit gehe oder ob ich mit den Schuhen weitergehe. Das schaue ich dann gleich. Aber soweit, so gut. Damit sind wir auf dem Gipfel. Puh. So, jetzt am letzten Stück war gerade noch mal so ein Aufstieg. Da hat man echt mal ordentlich hinstehen müssen. Also wir haben nämlich keine Steigeisen dabei und nichts. Und es war einfach auf Gras mit so ein bisschen Schneeflecken dazwischen. Es war gar nicht so einfach. So, ja, ja, Abenteuer vor der Haustür, ne? So, ja, ich bin auf dem Gipfel. Da runter. Seht ihr? Ist der Rest der Überschreitung. Ich denke, der Abstieg ist ein bisschen einfacher als jetzt hier rüber. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich auf dem Gipfel rast mache. Aber ich werde das Ding jetzt einfach noch zu Ende gehen. Und da kann ich nämlich nachher einfach aufs Skifahren konzentrieren und runterfahren. Dann nehme ich euch natürlich mit. Ich nehme euch auch mit über den Rest des Grates. Aber ich will nicht jetzt eine Pause machen und dann ja im Prinzip ein bisschen die Spannung weg haben. Und ich gehe das jetzt zu Ende. Und dann melde ich mich gleich, wenn ich da vorne an der Schulter bin. So. Ja, ich bin da jetzt angelangt. Hinter mir sieht man nochmal den Grat, den ich gemacht habe. Und ja, also ihr seht ein bisschen der Wind frischt auf. Aber das ist voll okay. Ich fahre jetzt runter. Und ja, für die Abfahrt nehme ich euch natürlich noch mit. Also, schauen wir mal rein.